Leute, ich habe zwei interessante Informationen für euch. Eine davon betrifft den Ranked-Modus und die Belohnungen. Da wurde vor einiger Zeit etwas geändert, was eigentlich 99% der Spieler gehasst haben. Wenn du zumindest mindestens Diamant und höher erreicht hast, da gab es Belohnungen, die es ja jetzt schon eine Weile nicht mehr gibt, was totaler Dreck ist. Und ich erkläre euch gleich nochmal, was sich Respawn dabei gedacht hat, was einfach nur absolut dämlich ist. Zuvor zur nächsten Informationen. In 10 Tagen startet die neue Season. Die nächsten Teaser, nicht die nächsten, die ersten Teaser für Season 22 stehen an. Es kommt eine neue Map. District sollte klar sein, ist natürlich bis heute nicht offiziell bestätigt. Aber die Teaser sollen mit der neuen Map zu tun haben. Wer da Leaks für die neue Map noch nicht gesehen hat, irgendwo auf meinem Kanal befinden sich eine Menge Bilder mit sämtlichen POIs in sehr hochauflösender Qualität. Also die neue Map wird sicherlich richtig, richtig geil von der Größe her. So ungefähr Richtung Olympus wird eine richtig coole Geschichte werden. Und die Dive Trials sollen wohl geleakt. Der Leaker selber sagt 50-50. Ich glaube, er sagt es absichtlich so ein bisschen, um die Gerüchte offen zu halten. Aber ich denke, dieser Leaker hat auf jeden Fall immer sehr gut ins Schwarze getroffen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Dive Trials kommen. Ob das für Season 22 schon kommt, keine Ahnung. Die Kritik war hoch, dass sie überhaupt rausgenommen wurden, wenn wir mindestens Dia aufwärts erreicht haben. Also die Dive Trials sollen zurückkommen. Und ich möchte nochmal erinnern, warum Respawn die damals entfernt hat, was die dümmste Erklärung überhaupt ist, weil jeder sollte selber wissen, ob er sich mit einem Dive Trial schmückt oder nicht. Es hieß, es hat einen negativen Verlauf auf das Spiel, wenn zum Beispiel ein Squad abspringt. Du siehst zwei normale Spuren und eine Pred-Spur zum Beispiel. Und die Pred-Spur schweift vielleicht von seinem Team ab. Und der Pred-Spieler mit seinem Pred-Dive Trial landet irgendwo ganz alleine. Dann sagen sich vielleicht drei, die mit dem Squad nichts zu tun haben: Oh, der landet alleine. Lass uns den mal hops nehmen. Es ist ja ein Pred-Spieler. Und das hat wohl einen negativen Einfluss aufs Spiel genommen. Es tut mir leid, das ist keine Begründung, um die Pred-Schweifs oder allgemein die Dive-Trials als Belohnung rauszunehmen. Wer sich mit so einem verdammten Dive-Trial schmückt, sollte mit den Konsequenzen leben, wenn er alleine landet. Punkt aus Ende. Von daher ist das eine schlechte Begründung. Die Community wünscht sich die Dive Trials zurück. Das kann ich völlig verstehen, weil es gibt einfach Dive Trials, die richtig geil aussehen. Und viel geiler wäre es natürlich, wenn man sie einmal freischaltet, dass sie für immer bleiben. Wir wissen, es war so, hast du freigeschaltet. Eine Season lang hast du den Dive Trial, dann ist der verschwunden. Außer Season 3 und Season 2, die sind geblieben, die konntest du für immer behalten. Deswegen würde ich es feiern, wenn die zurückkommen. Wie gesagt, die negativen Einflüsse, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so einen krassen Effekt hat. Das Einzige, was natürlich ein bisschen bescheiden wäre, es passiert mir jetzt gerade in Season 21 doch relativ häufig. Ich spiele hauptsächlich mit Randoms. Dass das Squad nicht aufgefüllt wird. Manchmal startest du nur zu zweit. Und oft hast du dann einen Dulli dabei, der dann auch noch quittet und dann stehst du da alleine da. Und wenn du dann natürlich so einen Schweif hast, dann lädt das erst recht natürlich dazu ein. Dann sehen das natürlich die Leute, dass du alleine bist. Das ist natürlich ein extremer Indikator. Aber Mensch, das ist jetzt keine Begründung. Leute, ich hab Bock und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen sich noch mehr Informationen rund um Season 22 und Leaks sammeln werden. Bleibt also am Start, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video und am Sonntag gebe ich die 5 Gewinner, die 5 Gewinner für die Global Series Tickets in Mannheim 2024 bekannt, die sich dann über ein Ticket freuen dürfen. Wer also bis jetzt das Gewinnspiel noch nicht mitgemacht hat, könnt ihr noch mitmachen. Geht ein paar Videos zurück, da geht es um die Verlosung. Viel Spaß dabei. Ich bin gespannt. Haut rein. Ciao.